die haben mich vertraut und ich habe gesagt, ich habe Liquid kreiert und die Leute haben mich unterstützt, die haben ihn einfach gekauft. Die kannten mich, das war die, was mich total fasziniert, was heute zum modernen Welt uns fällt, dieses Wahnsinnsvertrauen, das gab es hier. Diese Welt macht Spaß. Also wenn das eine pure Business, kalte Szene wäre, das wäre irgendwie nicht für mich. Also dazu verliere ich diese Kern von Forschung, glaube ich. Ja. Diese Szene macht schon viel aus. Hi, ich bin Tom Clark, ich bin Liquid-Hersteller und Liquid-Kreateur und ich bin ein leidenschaftlicher Dampfer und ich bin happy, dass ich zu dieser Szene gehöre. Ich mag die ganze Community, das macht Spaß und das hat nicht nur gesundheitlich, sondern sozial meine Lebensqualität wesentlich verbessert. Jede Liquid, bis heute sogar, hat eine Zeitlimit. Die dampfst du eine bestimmte Zeit. Und dann diese Kick, diese Begeisterung, was du am Anfang gefunden hast, nachdem du in den Laden erst einmal gedampft hast, sagst, oh, das schmeckt super, war dann nach zwei Wochen weg. Und dann dachte ich, okay, damals habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich ein Teil sein könnte überhaupt für Dampferszene, sondern gedanklich habe ich gedacht, okay, wie konnte man das so machen, wie bei Zigarette, dass ich überhaupt nicht nachdenken muss, okay, von Marlboro habe ich jetzt Schnauze voll, jetzt will ich unbedingt ballern, sondern dass man ein Liquid dampft und diese Aufregung nicht mehr hat, dass das irgendwie unzufrieden ist. Oder wo bleibt diese Kick? Und das muss möglich sein bei Geschmäcker, dass man die so kombiniert, dass man monatelang ein Liquid genießen kann. Ich gehe auf gewisse komplett neue Welt, versuche ich eine komplett neue Geschmäcker zu kreieren, die man nur bei mir dann kennt und die man auch woanders gar nicht so direkt schmecken kann oder gesehen hat oder gerochen oder genau gedampft hat. Weil nämlich, also ich will noch weiter tiefer forschen, was das noch sein könnte, da, außer dass man jetzt, also wenn ich jetzt eine Erdbeerkuchentorte, also persönlich ich, dann esse ich die Erdbeerkuchentorte. Und dann bei Dampfen will ich so erreichen, was man dann woanders überhaupt nicht finden kann. Wie bei Essen, ich funktioniert hier nicht. Das kann sein, dass komplett verschiedene Bestandteile allein unglaubliche Farbe machen. Deshalb sollte man gar keine Angst haben, sozusagen. Egal wie clever ich bei Aromen sein werde, egal wie auswendig ich lernen werde, die Fehler sind unvermeidbar. Quasi man arbeitet so, man beseitigt diese Fehler, aber diese Fehler muss man ja erleben. Also wenn man Fehler erst einmal nicht lernt, man weiß überhaupt nicht, wie man das korrigieren soll. Also ich brauche gerade diese Fehler zu entdecken, wo die Fehler sind. Und dann, weil eben, dass die jede Liquid-Charakteristik sehr individuell ist und das gibt es in Natur oder in einem Restaurant und in einer Limonade, gar nicht ähnlicher Geschmack, die bringen seine eigenen Regeln und Komplikationen mit. Aber eine bestimmte Superintensiv, also die kann man überhaupt nicht dampfen. Aber eine bestimmte Teil davon in die Kombination mit anderen, obwohl er selber allein scheußlich riecht oder überhaupt nicht dampfbar ist, ist hervorragend. Der gibt ja unfassbare Farbe, die ganze Liquid. Und ohne diese Bestandteil, die als Einzelkatastrophe ist, würde die nie funktionieren. Die gleicht irgendwie aus. Das ist ein wie Zauberei. Zum Beispiel bei Love sind die bestimmt Aromen, wo du denken würdest, was macht der überhaupt da? Aber der funktioniert, der hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Das würde in Kochkunst überhaupt nicht funktionieren. Aber hier bei Dampfen, und das muss ich auf eigene Haut und auf eigene Geschmacksnerven dampfen, erleben, weil ich bin auch genauso Mensch wie du und sagen, ah, funktioniert. Und dann funktioniert bei dir, voraussichtlich. Plus dazu kommt noch diese ganze Soziale, also diese Kommunikation total versteckt mit Menschen. Also ich habe mit allen möglichen Menschen, dann hat man dann zu tun, die man eigentlich sonst eigentlich gar keine andere Möglichkeit hätte zu begegnen. Ja. Und da durch die Elektrozigarette komme ich alle möglichen Menschen so nah dran, also so nah in menschliche Kommunikation auch. Und so angenehm ist das. Also wie gesagt, das ist viel, viel mehr, als man das denkt. Das hat so mehrere Schichten, neue Schichten, die gar nicht vorher gab es. Quasi neu erschaffen. Und diese Elektro und diese Modernität ist auch dabei. Und das vereinigt die Zeiten auch. Ja, das ist die Vergangenheit, dieser Genuss, diese urmenschliche Puffen oder Kiffen oder Rauchen und so weiter. Und diese Modernität. Und die Qualität natürlich. Und dass es am wenigsten schädlich ist. Dieser Genuss will ich persönlich nicht verzichten. Jeder soll selber entscheiden. Aber ich werde niemals diesen Genuss verzichten und diesen Spaß, was ich dabei habe. Das ist eine, weil das so neu ist, man kapiert noch nicht, wie viel Potenzial es da drin steckt. Das hat überhaupt mit
Verherrlichung von irgendwas nichts zu tun, sondern das ist reine Tatsache. Also der Genuss mit einem hochwertigen Produkt, was Liquid angeht oder was generell Verdampfer angeht, konnte ungefähr in etwas anderen Art und Weise vergleichen, wenn man eine schöne Musik hört oder wenn man ein gutes Buch liest. Die Gehirne tauchen in eine bestimmte Welt ein, wenn man einen guten Film guckt. So ist ungefähr, also das passiert auch mit Geschmäcker auch, dass man diesen Genuss auf den ganzen Tag verteilt natürlich und man bekommt so einen Impuls, dass man in eine bestimmte Welt taucht. Wie gesagt, kann man nicht direkt vergleichen, aber irgendeine Parallele ist drin, wo man das geht nicht nur um einen bestimmten Geschmack hier im Bereich zu genießen, sondern auch ein bisschen mehr, ein bisschen oben. Ganzer Körper, ganzer Geist, ganze Geschichte spielt mit die Rolle. Das wollte ich noch loswerden.